Alaaf, hello, nadajö. Ich hoffe, ihr habt schon ein tolles Karnevalswochenende hinter euch und feiert auch jetzt noch am Rosenmontag und am Veilchendienstag. Ja, und am Aschermittwoch ist dann wieder alles vorbei, aber ganz vorbei ist es dann doch nicht, denn es geht eigentlich direkt weiter mit Terminen und ich lade euch ganz herzlich ein zu unserem traditionellen politischen Aschermittwoch mit traditionellem Heringsessen. Am Mittwochabend um 19 Uhr in den Gasthof Koch nach Daaden. Wir freuen uns riesig über unseren Gastredner, den Juso-Landesvorsitzenden Umut Kurt. Ja, um gemeinsam mit ihm und vor allen Dingen mit euch in die kommenden Monate zu starten. Also ich würde mich freuen, wenn ich möglichst viele von euch nach den närrischen Tagen am Aschermittwoch in Daaden begrüßen darf. Ja, und der Rest der Woche ist dann auch wieder vollgepackt mit Terminen. Ist es sehr, sehr schön, dass ich nicht nur die Termine hier vor Ort in Mainz auch habe, sondern eben vor allen Dingen auch im Wahlkreis, in der Region, in der Fläche. Und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, beispielsweise am kommenden Sonntag beim Roten Sonntag in Diez mit dabei zu sein, wenn es rund um das Thema Demografie geht. Ja, seid mit dabei, auch in dieser Woche, die närrisch beginnt und dann mit der Fastenzeit endet. Und ja, wer weiß, vielleicht habt ihr euch ja auch entschieden zu fasten. Meine persönliche Fastenliste lautet No Kaffee, No Alkohol, No Chips und dafür zweimal die Woche wieder ein bisschen mehr Sport machen. Wie gesagt, vielleicht habt auch ihr Vorsätze, die ihr für die nächsten 40 Tage einhalten wollt. Wir können uns ja regelmäßig hier austauschen, ob es geklappt hat, ob wir durchgehalten haben. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls noch eine tolle, närrische Zeit und dann eine gute Fastenzeit und freue mich, wenn ich euch am Mittwoch in Daaden beim Aschermittwochs-Heringsessen begrüßen darf. Macht's gut!